Hey Leute, was geht? Kahn hier bei Spiel mehr Apps und Games und wir sind wieder bei The Sims 4 und wir sind heute wieder bei Familie Vogel, um noch genauer zu sein, bei der Emma und der Geburtstag von Emma naht. Wir werden heute den Geburtstag, ihr habt es schon im Titel gelesen, von Emma feiern. Wir haben Donnerstag, es ist relativ früh, aber es spricht ja nichts dagegen, schon hier so ein bisschen Party zu machen und ein bisschen zu spielen. Und auch hier über Spielzeug reden. Spino? Ja, Fruits. Über Lieblingsfarbe reden. So, wir unterhalten uns ein bisschen. Und Papa kann schon mal Folgendes machen. Und zwar eine weiße Torte. Selbstverständlich. So, Julian muss bald zur Schule. So, Mama und Emma spielen hier. Mama Claudia. Und natürlich werden wir heute auch Emma dann ein bisschen stylen. Sie kriegt längere Haare, selbstverständlich. Sie wird von einem Kleinkind zum Kind. Nee, oder wird sie vom Baby zum Kleinkind? Ich weiß gerade gar nicht. Das möchte ich aber gerade mal checken. Nee, sie wird zum Kind. Sie ist jetzt noch ein Kleinkind, genau, dann wird sie zum Kind. Okay, alles klar. So, das passt. So, die spielt mit Mama. Das heißt, so traurig sollte sie eigentlich nicht sein. Zur Musik Rippen kann sie ja machen. So, das reicht. Das reicht auch. So, Papa macht hier noch den Kuchen. So, okay. So, okay, alles klar. Wir können jetzt eigentlich schon mit der Geburtstagsparty feiern. Geburtstagskerze hinzufügen. So, und jetzt mal gucken. Aber nicht für dich selber. So. Kerzenhilfe. Von Papa. So. Wir warten jetzt natürlich mal. Och ne, wo will der denn hin? Zur Arbeit? Oh, super. Ja, toll. Ne, das müssen wir jetzt eigentlich vorher machen. Deswegen macht das jetzt mal die Mama. So, wir sind alle zur Schule, aber wir wollen jetzt Kerzenhilfe von Mama. So, ich hoffe, das klappt jetzt auch. Und dann wird Emma... ein kleines Kind. Ein Kind. So. So, Emma ist älter geworden. Bestreben und Merkmal wählen. Anhänglich ist sie ja. Okay, deswegen werden wir ihr sozial geben. Liebling der Massenleser möchte mit jedem reden und Freundschaft schließen, ja. Und hier machen wir noch schön... mein Bildschirm ist mal wieder weg. Was passiert in letzter Zeit immer öfters? Was passt hier denn? Fröhlich. So. Und das ist... Emma! Emma, komm mal kurz hier hin. So, so sieht Emma bisher aus. Wir werden sie natürlich ein bisschen anders stylen jetzt. So, das heißt... wir machen jetzt mal Folgendes. Ist hier irgendwo... ein Schrank. Ja, müsste doch. Outfits planen. So. Einmal nach da oben. Und Emma werden wir selbstverständlich auch mit Selina befreunden. Aber noch nicht heute. Erst in der nächsten Folge. Heute möchten wir uns jetzt erstmal kurz um Kohle und während einer kurzen Zeit kann er ein wenig Geld auf dem es sichern. 20 Dollar. So. Ah, du sollst eigentlich... hier hinkommen, aber... Hä, warum kommt sie denn nicht nach oben? Das checke ich nicht. Was hat sie denn noch für Outfits? Oh, das ist eigentlich auch ziemlich süß. Aber ich würde ihr eigentlich ganz gerne andere Haare geben. Deswegen... hoffe ich, kommt sie jetzt mal nach oben.
Hä, warum klappt das denn nicht? Warum kommt sie denn nicht nach oben? Das check ich nicht. Ist die Treppe schon wieder weg hier? Nein. Also. Zimmer machen wir ihr beim nächsten Mal fertig. Dann wird das hier geteilt, das Zimmer. Hä? Das verstehe ich nicht. Warum geht das denn nicht? Eigentlich sollte das doch gehen hier. Oder brauchst du einen eigenen Schrank? Was ist denn mit meinem Bildschirm los, Leute? Das gibt's doch nicht. Also ihr werdet nichts davon merken, aber bei mir geht die ganze Zeit mein Bildschirm irgendwie flöten. Jetzt spielt sie hier die ganze Zeit, die Emma. Das ist aber echt komisch. Warum geht sie denn nicht nach oben? Das check ich nicht. Soll Julian den Klassenkram Willi zu sich einladen? Ja, okay. Warum kommt sie denn nicht nach oben? Das check ich nicht. Kann sie denn hierhin raus? Ja, das geht. Aber warum will sie denn nicht nach oben? Das verstehe ich nicht, Leute. Ich check's echt nicht. Dann machen wir mal gerade Folgendes. Ich habe keine Ahnung, warum sie nicht nach oben will. Deswegen machen wir jetzt mal kurz Folgendes. Ich brauche jetzt einfach mal provisorisch einen Schrank, damit wir hier... Ist doch jetzt egal, Mensch. Einfach hier hin. So, okay. Ich will jetzt aber Outfits planen. Also wenn das jetzt nicht klappt, ne? Ich verstehe aber nicht, warum sie nicht nach oben will. Das check ich nicht. Vielleicht, weil sie da kein Zimmer hat, kein Bett, keine Ahnung. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, Leute. So, das ist die Emma. Aber ich finde, also ihre Haare sehen eigentlich ganz süß aus. Aber guck mal, was es vielleicht noch für ein anderes Modell gibt. Gott, das hat euch nicht so gefallen, Leute. Ich habe es in den Kommentaren gelesen. Das könnte eigentlich ganz süß sein. Ich glaube, wir bleiben hier bei diesen beiden Zöpfen. Das hier, ja. Das sieht cool aus. Das kann eigentlich so bleiben, das Outfit, finde ich. Ich finde, das sieht eigentlich ganz süß aus. Abendkleidung. Ja, das kann eigentlich auch so bleiben. Das gefällt mir auch. Sport. Ja, auch in Ordnung. Ja, auch gut. Das ist zum Ausgehen. Dann nehmen wir aber vielleicht... Das will ich eigentlich. Ja. Dann kriegt sie dann auch andere Schüchen. Und zwar die hier. Cool. Und das ist die Badekleidung. Ja, ich finde, die Outfits passen eigentlich schon. Brauchst du Ohrringe oder sowas? Aber wir können ihr auf jeden Fall eine Kette geben. Ja, das ist doch süß. Hut, nein, Make-up auch nicht. Brauchst du ja auch nicht. Aber hier die Schüchen will ich auf jeden Fall auch noch wechseln. Sie kriegt hier so welche Schuhe. Das ist doch viel, viel besser. Emma Vogel. So. Okay. Alles klar. Das hätten wir dann auch. Emma Vogel hat Geburtstag gefeiert und ich wäre dafür, dass wir jetzt mal nach draußen gehen. Und bevor wir uns nächstes Mal mit Selina anfreunden, können wir jetzt erstmal hier ein bisschen raus und gucken, was... So, ich glaube, den hat Melissa letztens auch schon kennengelernt. Das ist der Fabian. So sieht's dann aus. Oh, du hast, glaube ich, keine Energie mehr. Aber vielleicht nur kurz.
habe, glaube ich, nicht mehr so viel Lust. Ah, da war Selina ja auch schon. Angst vor Vampiren zugeben. Unfug. Rumblödeln. Und danach. So. Gucken, ob sie jetzt hier nach oben geht. Bin jetzt mal gespannt, ob das jetzt klappt. So, wenn sie jetzt nach Hause kommt. Nein, warum nicht? Doch jetzt! Endlich! So, sie legt sich jetzt hin. So, danach kannst du ja auch gerne was essen. Haferbrei. Emma. Emma ist hier am Schlafen. Was ist denn mit Julian? Julian hat ja doch irgendeinen Freund mitgenommen. Ah, Julian ist auch am Schlafen. Hannah? Hannah ist, glaube ich, noch unten, ne? Guckt, spielt, ja. So, noch ein bisschen Energie tanken. Du, 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 du. Beim nächsten Mal werden wir dann auch... Ne, wisst ihr was, Leute? Das machen wir jetzt sogar heute noch. Wir werden auch direkt das Zimmer von ihr gestalten. Ja, selbstverständlich. Dafür machen wir erstmal wieder hier schön Nachmittag. So, wir werden das Zimmer hier teilen. Dafür brauchen wir selbstverständlich eine Wand. Das kann hier jetzt mittlerweile auch mal weg. Wir brauchen eine Wand, eine Wand, eine Wand. So. Okay, dann brauchen wir ganz sicherlich hier. Das, die Tür reicht hier. Aber hier müsste auf jeden Fall noch eine Tür rein. Was brauchen wir für eine? So eine, ne? Okay. Damit man da auch reinkommt. Hier haben wir eins. Okay, so, dann müssen wir selbstverständlich das Zimmer hier so ein bisschen umstrukturieren. Das kann auch weg. Das Puppenhaus kann eigentlich... Warum kann das denn jetzt da nicht hin? Ach, wegen dem Dings, ne? Okay, dann machen wir das so mal wie folgt. Dann kommt das hier erstmal weg, das hier auch. So, okay. Okay. So, Spielzeugkiste kann hier hin. Dann brauchen wir selbstverständlich hier auch einen Tisch, aber ich wäre dafür, dass wir hier einen anderen Boden nehmen. Und zwar ist hier auch was Schönes. Vielleicht sowas eher. Nein, gefällt mir nicht. Hm. Sowas? Nein. Sowas? Ja, das doch eher. Sonst kann hier eigentlich vieles hier so bleiben. Ah, nee, das, die wollen wir ja austauschen. Da kommen jetzt zwei andere Dinger hin. Und zwar folgende. So, wo haben wir das denn? Da. Und zwar, ich stehe ja total auf diese Dinger. Du bekommst jetzt aber hier mal gelbe. Hier fehlen noch so ein paar Lichter. Da lassen wir uns doch gerne was einfallen. Kinderzimmer hatten wir hier, ne? Ja. Okay.
Hier fehlen mir ein paar so Wandbemalungen. Wisst ihr, was ich meine? Hier kann auch noch so. Warum kann denn hier kein. Wie das kommt? Hier dahin. Okay, wir brauchen ein Bett auf jeden Fall. Ich glaube, dann nehmen wir aber so eins hier. Auf jeden Fall was für die Wände. Ich will hier andere Wände haben. Dafür müssen wir hier rein. So, du bekommst, glaube ich, sowas hier. Ja, sowas Pinkes. Ja, das sieht toll aus. Aber es sieht trotzdem immer noch sehr, sehr leer aus und das gefällt mir ehrlich gesagt gar nicht. Deswegen gibt es hier noch so ein paar Wandgemälde und sowas. Aber ich verstehe nicht, warum hier nichts hin kann. So, wenn das hier weg ist, kann das dann dahin? Also heute verstehe ich das Spiel irgendwie nicht. Warum kriege ich das denn da nicht hin? Hm, können wir da trotzdem irgendwie so einen Teddybär noch hinhauen? Auch nicht. Echt komisch. Warum aber? Hm, vielleicht wisst ihr es, Leute. Aber sowas sollte doch noch hingehen, ja. So, wir brauchen auf jeden Fall noch einen Schrank. Der kann eigentlich dann hierhin. Wir brauchen auch einen Tisch. Und welchen Tisch bekommen Sie denn? Ich würde sagen, wir bleiben bei so einem Tisch. So, okay. Dann brauchst du auch einen Stuhl. Okay. Einen Computer bekommst du auch noch, keine Sorge. Aber wir brauchen einen Schrank. Schrank. Aber vielleicht eher so einen kleinen. Okay. Brauchen noch einen PC, den bekommst du auch noch. Und das soll es dann auch gewesen sein für dich. Außer noch ein paar kleine Spielzeuge, die packen wir auch noch dazu. Sollen wir denn den PC? Da. So ein Tablet bekommst du auch noch. So, wir speichern mal kurz ab. Dann brauchen wir hier zum Beispiel so ein schönes Bild. Wir brauchen noch ein paar Spielzeuge. Da kommt hier zum Beispiel was drauf. Sowas. Sowas. Hier kann so ein Ding drauf. Hier ist es ein bisschen leer geblieben, habe ich das Gefühl. Deswegen, weil da noch Folgendes. Nein, keine Dinosaurier. Was können wir hier hin? Sims-Fans. Das kann vielleicht auch hier hin. So. So, okay. Das kann weg. Das ist das Zimmer für Emma und wir gehen wieder in den Live-Modus. So, einmal aufstehen. So, Emma, du kannst einmal hier hinkommen.
dann ändern wir mal kurz dein Outfit. Wir brauchen hier ein schönes Foto in deinem Zimmer. Aber das sieht doch echt klasse aus, oder nicht? Aber das Bild hier passt eigentlich nicht. Naja, gut. Okay, machen wir beim nächsten Mal. So, Leute, das wär's dann. Emma Vogel hatte Geburtstag. Du kannst dich jetzt schlafen legen. Und danach kannst du auch gerne was essen. Überhaupt kein Problem. Das ist jetzt dein Zimmer, Emma. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß, Leute. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch. Wenn es gar nicht gefällt, Daumen hoch. Leute, gar kein Problem. Lasst doch ein Abo da. Und vielleicht auch auf die Glocke drücken. Dann bekommt ihr immer eine schöne Nachricht, wenn wir hier ein neues Video haben. Zum Beispiel wie von Emma Vogel. So, beim nächsten Mal gibt es dann das Treffen mit Selina. Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao!